Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und jetzt freue ich mich auf die erste Anruferin. Das ist nämlich die Julia, die ist 28 Jahre alt und mit der habe ich gestern schon gesprochen. Hallo Julia. Hallo. Das heißt, wir haben angefangen zu sprechen gestern. Genau. Und dann war plötzlich die Leitung weg. Leider, ja. Ich habe es dann nochmal probiert, kam aber leider nicht mehr durch. Ja. Ich fasse nochmal das Gespräch zusammen, so weit, wie wir gestern gekommen waren. Mhm. Du hattest gesagt, was mich sehr, sehr bewegt hat und auch erschüttert hat. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin vollkommen allein und einsam, hast du gesagt. Genau. Ne, so fing es an. Mhm. Und dann hast du weiter erzählt, dass du auch ein Kind hast. Ja. Und einen, ich sag mal, einen Erzeuger des Kindes. Ja, genau, so kann man das. Ja. So kann man das sagen, der dein Freund ist. Aber dieser Freund dich quasi, auch das sage ich jetzt mal mit meinen Worten, so wie ich es gestern verstanden habe, quasi wie eine Sklavin hält. Ja, richtig. Er hat dir untersagt, dass du mit deinen Freunden weiter Kontakt hast. Mhm. Er hat verboten, dass du mit irgendjemandem mal irgendwie ausgehst oder was auch immer machst. Mhm. Und überwacht dein Telefon und überwacht dich sowieso grundsätzlich. Ja, richtig. Also ich darf keinen Telefonanschluss haben. Ja. Ich musste meinen Führerschein abgeben. Mhm. Das hattest du gestern gar nicht erzählt. Das ist ja auch sehr krass. Du musstest deinen Führerschein ihm abgeben? Mhm, weil ich könnte mir ja laut seiner Fantasie ein Auto mieten, um irgendwo hinzufahren. Unfassbar. Unfassbar. Sag noch ein paar Beispiele, zu denen wir gestern gar nicht mehr gekommen waren. Ja, also ich darf alleine nicht einkaufen. Das heißt, da kommt er denn mit? Ja, wir gehen einmal in der Woche gehen wir einkaufen zusammen. Wir müssen dazu sagen, das hattest du gestern auch noch erzählt, dass dieser Mann nicht mehr bei dir in der Wohnung wohnt. Nein, wir hatten zusammen gewohnt, dann wurde seine Mutter krank. Ja. Und er ging zurück zu Mama. Er ging zurück zu Mama. Wie alt ist er eigentlich? 47. 47? Ja. 47. Also eigentlich ein Mann, sollte man meinen. Sollte man eigentlich meinen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deiner, in dicken Anführungszeichen, Schwiegermutter? Gar keins. Gar keins. Du tauchst da nie auf und die besucht dich und dich auch nicht. Und die kümmert sich auch nicht um das Enkelkind. Die weiß nicht, dass es das Kind gibt. Ach, die weiß es gar nicht. Nee, weil von ihm, seine Erzählung her, weiß ich, dass sie also recht konservativ wäre und ein uneheliches Kind, das geht gar nicht. Mhm. Also kann man auch eigentlich sagen, dass er... So hart er mit dir umgeht, so hart geht die Mutter mit ihm um, dass er so ein Mamasöhnchen ist. Ja, total. 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 Also, Führerschein hat er dir weggenommen. Er überwacht dich. Ihr geht einmal in der Woche gemeinsam einkaufen. Ich darf nicht zum Kinderarzt mit dem Kleinen. Mhm. Ich wohne hier im Mehrfamilienhaus. Ich darf zu Nachbarn keinen Kontakt haben. Das hat er den Nachbarn untersagt. Unfassbar. Ja, und ich möchte mich eigentlich gern trennen, aber dann bin ich ganz allein. Unfassbar. Julia, noch eine Frage zu ihm. Ist er zu dir auch gewalttätig? Ja. Ach, das kommt... Es kam vor, ja. Ich entschuldige das immer, obwohl ich weiß, dass es ein Fehler ist. Ich suche den Fehler bei mir dann. Ja, also das heißt, er hat dich einige Male schon im Laufe der... Wie lange war jetzt eure Verbindung schon? Einige Jahre? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, genau. Mhm. Innerhalb dieser dreieinhalb Jahre hat er dich mehrfach geschlagen. Ja, es fing klein an und steigerte sich dann. Mhm. Wir gehen nochmal ganz an den Anfang dieser Beziehung. War er da verträglicher in den ersten Monaten? Das war prima. Mhm. Und hat sich dann so allmählich verändert oder schlagartig durch irgendein Ereignis? Es kam schlagartig durch eine Geburtstagsfeier, die ich hatte. Ja. Und ich war zeitlang vorher solo und habe dann auch mehrere männliche Bekannte gehabt, mit denen ich aber nichts hatte. Mhm. Und bei ihm kam so, dass man kann mit keinem Mann eine Freundschaft haben, ohne dass da was war. Mhm.
Und da fing es an, dass er erst verlangte, dass ich von denen männlichen Abstand nehme, so, was ja. ich irgendwo auch noch nachvollziehen konnte. Ja, ja. Und dann nach und nach... So fing es an mit der Geburtstagsfeier, da ist ihm das klar geworden, dass da... dass du eventuell, was natürlich völliger Unsinn ist, mit diesen Männern was haben könntest. Ich will dir sagen, als gestern die Leitung weggebrochen ist, hatte ich und wir hier in der Redaktion hatten Sorge, dass der Typ in deine Wohnung gekommen ist und du aus Not aufgelegt hast. Nee, dann hätte ich heute auch kein Handy mehr. Ah ja, dann hättest du es hier weggenommen. Weißt du, wir sind gestern getrennt worden, als ich dich angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob du mich ja siehst im Fernsehen. Ja. Ja, ich dich ganz wirklich mal ganz konzentriert angeschaut habe, hab zu dir gesagt, Julia, warum bist du bei diesem Typ noch? Der weil so ich Sachen dann ganz alleine bin. Ja. Dann habe ich gar niemanden. Ja, aber was hast du denn von dem? Was ist denn das für eine Logik? Ich weiß, das ist ja dieser Widerspruch. Man kann doch sagen, okay, wenn ich den jetzt ganz los bin, dann habe ich erstmal keinen. Aber dann habe ich die Freiheit, mir mein Leben wieder aufzubauen, so wie du es ja vorher auch hattest. Du warst ja eine kommunikative junge Frau, hast du mir gestern erzählt. Ja, natürlich. Ich stand im Berufsleben, ich hatte Freunde, ich war zeitlang solo. Ich war jedes Wochenende unterwegs. Ich bin ein Mensch, der gern auf Leute zugeht. Also ist doch dieser Satz Unsinn, wenn, dass du sagst, ich bin dann ganz alleine, wenn ich mich von ihm trenne. Doch, aber mittlerweile muss ich dir ehrlich sagen, ich habe null Selbstwertgefühl, überhaupt gar nicht mehr. Aber du hast das tolle Selbstwertgefühl, dich hier zu melden, sage ich dir, und hier in aller Öffentlichkeit, mir ganz klar diese Geschichte zu erzählen. Ja. Das finde ich schon mal gut. Weil du praktisch der einzigste Mensch bist, mit dem ich Kontakt haben darf, weil er das ja nicht weiß, hoffe ich zumindest. Mhm. Gut. Aber dennoch tust du es. Und das zeigt mir, dass da noch eine ganze Menge Kraft da ist und eine ganze Menge Widerstand. Ja, ich sag mir halt auch, ich bin 28. Du bist 28 Jahre alt, Julia. Du hast ein Kind. Du trägst ja auch, ich appelliere auch an deine Verantwortung. Du trägst ja auch für dein Kind große Verantwortung. Und du schadest natürlich auch deinem Kind, wenn du dich so versklavt ihm unterordnest. Du bist eine Sklavin dieses Mannes. Dieser Mann behandelt dich wie ein Stück, wie ein Stück Dreck. Ja, das ist dieser Widerspruch. Ich weiß das. Also würde mir das eine Freundin erzählen, würde ich zu ihr sagen, geht's noch? Wie geht's noch? Ja, also wie kannst du nur und ach so. Weg von dem Mann und... Ich sag dir das jetzt, du bist ja so isoliert jetzt eine ganze Weile. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass jemand von außen, jemand neutral ist, und ich bin ja nur völlig neutral in deinem Fall, dir das auch so knallhart ins Gesicht sagt. Weil du das dir wahrscheinlich alles immer wieder so hingebogen hast und das kombiniert mit deiner Angst, du hast ja auch Angst vor dem Mann vermutlich, ne? Ja. Ja. Macht dich jetzt so hilflos. Und wie gesagt, dieser Anruf hier bei mir zeigt mir, dass du irgendwas verändern willst. Das ist ja ein Hilferuf hier, was du machst im Moment. Richtig, genau. Das ist mir auch klar. Nur ich habe nicht die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt zum Psychologe zu gehen. Nee. Oder sonst, nee, wie denn? Nee, das hast du nicht. Aber du hast die Möglichkeit, beispielsweise auch durch unsere Hilfe, wir können dir gleich noch die entsprechenden Telefonnummern geben, dich an beispielsweise an ein Frauennot-Telefon zu wenden. Hab ich schon. Und? Ja, da war das Thema, nimm dein Kind und geh erstmal weg aus der Wohnung, sprich Frauenhaus, aber das möchte ich nicht. Warum? Das ist dann wieder das, wo ich, nee. Aber Julia, das wäre doch der erste Schritt in deine Freiheit, dass du in einem Raum, der geschützt ist, wo er nicht hin kann, dass du erstmal ein bisschen zu dir kommst und von da aus dir ein neues Leben aufbaust. Was hast du denn jetzt für ein Leben? Das, im Moment gar keinen. Na eben, das ist eine absolute Trostlosigkeit, in der du da existierst. Also es kann doch nur besser werden. Und wenn du die Hilfe von außen bekommst, wag doch diesen Schritt. Du tust es für dich und du tust es für dein Kind, das jetzt noch klein ist. Aber jedes halbe Jahr, was vergeht, desto mehr kriegt das Kind ja auch mit, was da los ist. Ja, aber ich glaube, so weit bin ich für mich selber noch nicht, dass ich wirklich sage, okay, ich ziehe es jetzt durch mit allen Konsequenzen. Ich weiß, das versteht kein Mensch, ich würde es auch nicht verstehen. Aber ich glaube, ich bin für mich noch nicht so weit. Vielleicht, deshalb ist es gut, dass wir reden, vielleicht bringt dich das wieder ein kleines Stückchen weiter, weil du musst natürlich letztendlich die Entscheidung treffen und sagen, du wirst es auch nur rigoros machen können, indem du quasi in einer Nacht- und Nebelaktion deine Wohnung verlässt und dich anderen Leuten anvertraust, die dir helfen werden.
Nur so wird es gehen. Er hatte auch, das habe ich nicht mehr in Erinnerung von gestern, hatte er dich gezwungen, eigentlich auch deinen Job aufzugeben? Oder ist ja. das, hat er auch? Mhm. Was hast du beruflich gemacht? Ich war im öffentlichen Dienst. Mhm. Hatte auch mit mehreren Leuten zu tun, natürlich auch männliche. Und da hat er dich gezwungen, noch bevor das Kind kam? Noch bevor das Kind kam. Es ist also er hat es schön verpackt und ich bin auch weggezogen für ihn. Mhm. Also in seine Nähe mehr und hat es auch schön verpackt, wo ich daran geglaubt habe, was eigentlich totaler Blödsinn war. Ich damit fing es dann eigentlich an. Ich glaube auch, dass du dass du so ein Typ von Frau bist, die lange das alles verdrängt hat. Und das lange irgendwie hingebogen hat, nach dem Motto. Ich hab's entschuldigt. Oder so sogar, genau, so. Aber es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer kommen, Julia. Natürlich kann alles immer noch schlimmer kommen, aber das ist schon sehr, sehr heftig, was du mir da erzählt hast. Ja, aber ich habe auch Angst, also ich habe ihm schon mal im Streit gesagt, also ich mag ihn mal, Ende aus, vorbei. Ich weiß, wie er reagiert. Das musst du dem gar nicht vorher sagen. Du wirst einfach irgendwann weg sein. Ja gut, aber reagieren wird er. Er wird reagieren, aber du bist im Schutz erstmal des Frauenhauses. Und die Frauen sind wirklich mit allen Wassern gewaschen, was solche Fälle anbelangt. Die werden dir helfen. Da wird eine Kette in Gang gesetzt von Hilfsaktionen, die dir unter die Arme greifen. Ich appelliere wirklich an dich, Julia, dir das genau zu überlegen, was wir gerade besprochen haben. Dass es für dein Leben tust, du bist 28 Jahre alt. Das heißt, du könntest wieder ein ganz normales Leben irgendwann führen. Du kannst deinen Job machen, du kannst wieder Freunde haben und vielleicht irgendwann eine glückliche Beziehung führen. Und du musst es für dein Kind tun. Bitte? Ich weiß das ja alles. Ich weiß, dass du das weißt. Aber dennoch ist es wichtig, dass man dir das sagt, dass man dir das von außen so sagt. Ich habe überhaupt kein Verständnis für ein Zögern deinerseits. Das sage ich dir auch so hart. Weil ich finde, nach 3,5 Jahren ist der Punkt gekommen, wo dringend etwas unternommen werden muss. Ja, ich entschuldige es ja auch immer, vielleicht wird es ja besser, je älter er wird. Nein, da wird gar nichts mehr besser. Da wird nie wieder etwas besser. Und selbst wenn irgendetwas besser würde, das ist so unverzeihlich, was dieser Mann mit dir gemacht hat, dass er nur aus deinem Leben verschwinden muss. Rigoros und für immer. Was ist denn das für ein Mensch, der so mit einer Frau, mit seinem Kind, mit seiner Familie umgeht? Ist doch kein Mensch mehr. Ja, das hört der gehört bestraft, der gehört ins Gefängnis gesteckt eigentlich für das, was er da macht. Und wenn du ihn anzeigen würdest, vielleicht gibt es da sogar Möglichkeiten, ihn auch zu belangen. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass du da wegkommst. Wahrscheinlich guckst du auf diese Sendung. Jeden Tag, ja. Jeden Tag. Ich habe lange, lange mit mir gekämpft. Und ich war auch ein paar Mal kurz davor, dass ich deine Nummer gewählt habe und dann wieder aufgelegt habe. So. Umso eher sage ich dir jetzt nochmal ein dickes Kompliment, dass du es gemacht hast. Und sogar gestern war der Technikgott gegen uns und du hast es heute nochmal gemacht. Du hast ganz frei gesprochen und hast dir das auch angehört, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, was ja nicht angenehm für dich ist. Aber irgendwo, ja klar, angenehm ist es nicht. Aber du hast es durchgezogen. Das finde ich toll, das finde ich klasse. Das ist der erste Schritt, Julia. Glaub's mir. Das ist keine schöne Rederei, die ich jetzt hier mache, um dich irgendwie mutig zu stimmen. Das meine ich ernst, das meine ich verdammt ernst. Und jetzt muss es weitergehen. Du musst es ja, wenn du die Kraft nicht hast, nicht direkt morgen machen, übermorgen. Aber du musst es bald machen. Tja. Und jetzt biete ich dir, das weißt du, was ich hier jetzt anbiete, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Ja. Das kannst du ja auch machen, hast ja auch nichts zu verlieren. Nee. Ne? Ich kann endlich mal wieder mit jemand reden. Ja. Und ich würde mich... Das hört sich blöd an, aber... Nein, ich weiß. Und du bist ja wirklich, ich finde dich wirklich eine sympathische Frau. Wirklich, eine sympathische junge Frau. Und es ist eine Schande, dass alles so ist, wie es ist. Ich würde mich so freuen, wenn in ein paar Wochen oder ein paar Monaten du nochmal anrufen würdest und mir sagst, pass auf, Domian, ich habe das und das gemacht und mir geht's jetzt so und so. Ich würde mich riesig freuen. Riesig. Also wenn es soweit ist, dann lasse ich dich wissen. Bitte, ich bitte ganz herzlich darum. Jetzt legst du auf und wir rufen gleich nochmal. Aber sofort ruft meine Psychologin die Heide an, okay? Alles klar, okay. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer. Und diese Nummer hat auch gewählt die Nina und die Nina ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nina. Hallo. Darf ich nochmal kurz zu der Julia was sagen? Gerne, ja. Also so eine ähnliche Situation wie sie habe ich auch schon mal durchgemacht, nur war der Mann leider 4 Jahre jünger als ich.
Sie soll zusehen, dass sie so schnell wie möglich aus diesem goldenen Käfig ausbricht. Und in dem Moment, wo sie das tut, wird sie einen sehr großen Teil ihres Selbstwertgefühls wieder haben. Mhm. Guter Tipp von jemandem, der es selbst durchgemacht hat. Ja, es war schon eine, Gott sei Dank eine Weile her, aber es leidet nicht für sie selber drunter. Auch irgendwann fängt das Kind an, drunter zu leiden. Ja, das ist ja auch das, was wir gerade besprochen haben. Ja. Also deswegen ist das so wahrscheinlich der beste Schritt. Also ich sag ihr, sie soll da so schnell wie möglich raus. Ja. Gut, guter Tipp von dir und danke für deinen Tipp. Hoffentlich hat die Julia das ja auch gehört. Ich hoffe. Ja. So, Nina, zu dir. Dein Thema. Also ich bin schwanger und mein Freund will das, will das Kind nicht. Wenn du bist schwanger und dein Freund will das Kind nicht. Genau. Wie ist es zu der Schwangerschaft gekommen? War das so? Unfall gewesen. Mhm. Also ungeplant. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Dreivierteljahr jetzt. Noch relativ frisch, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, nur der Witz war halt, als wir zusammengekommen sind, da hat er mal so Sprüche gemacht, ja, er möchte mich gerne schwängern, damit ich mit dem Rauchen aufhöre. Nun war das dann aber noch so, dass ich mitten in der Umschulung gesteckt habe. Naja, und jetzt durch den ganzen Prüfungsstress und das alles hat die Pille halt irgendwie versagt und jetzt bin ich wirklich schwanger und jetzt will er mit einmal nicht mehr. Was willst du denn? Ich weiß es nicht, das ist das Problem. Weißt du es gar nicht? Also oder gibt es irgendwie mein Herz sagt mir, ich soll es behalten und mein Kopf sagt mir im Prinzip was anderes. Warum sagt dir der Kopf was anderes? Weil ich Angst davor habe, schon wieder mit dem Kind alleine dazustehen. Das heißt, ich muss dazu sagen, ich habe schon einen fast 11-jährigen Sohn. Ja. Der Vater hat mich damals verlassen. Mhm. Ich war damals auch noch recht jung, also ich bin 3 Monate später erst 19 geworden. Mhm. Und ich habe eigentlich keinen Bock darauf, schon wieder ein Kind alleine großzuziehen. Und im Prinzip sind es ja dann 2 Kinder, dann stehe ich mit einem pubertierenden Kind und mit einem Säugling da. Mhm. Mhm. Du sagst, ich stehe dann alleine da. Ist das so hart, die Ansage von deinem Freund, dass er sagt, er verlässt dich, wenn du das Kind bekommst? Er hat gesagt, er kann nicht versprechen, dass er bei mir bleibt, wenn ich mich für das Kind entscheide, ja. Das ist aber auch harter Tobak, finde ich, sag mal. Ja, seine Mutter meint zwar, er würde nie gehen, weil er total an mir und meinem Sohn hängt, aber ich weiß es halt. Wie alt ist er? Er wird 36. 36 schon, also ein gestandener Kerl. Ja, also eigentlich schon Kindskopf. Eigentlich Kindskopf. Mhm. Ja, er hat letztes Jahr sein Diplom gemacht, er arbeitet bisher auch noch nicht, also er lebt eigentlich mehr oder minder in den Tag hinein. Mhm. Seine Eltern haben ihm bisher auch sein Leben finanziert. Dann kommt auch noch dazu, muss ich sagen, er ist auch leider noch verheiratet mit einer Polin und hat ihr halt versprochen, so lange mit ihr verheiratet zu bleiben, bis sie eben hier bleiben darf. Mhm. Ja. Also alles wirre Verhältnisse, oder? Sehr wirre Verhältnisse. Ja, mehr bei ihm als bei mir. Ja, ich verstehe schon. Ich meine, du hast ja deine Verantwortung schon getragen, indem du den anderen Bengel großgezogen hast. Immerhin elf Jahre ist das schon. Ja. Mich erschreckt so die Aussage, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dir bleibe, wenn du das Kind bekommst. Ja. Finde ich auch bescheuert, muss ich auch sagen. Wenn ich mit einer Frau zusammen bin und die liebe, und das ist nun mal passiert, und dann trägt er genauso Verantwortung wie du. Da muss man auch für die Konsequenzen gerade stehen. Und es gibt ja schlimmere Konsequenzen, als ein Kind in die Welt zu setzen. Das sehen seine Eltern genauso. Seine Eltern haben mir auch im Prinzip als Entscheidungshilfe angeboten, wenn ich jetzt sage, ich behalte das Kind, dass die so wie so eine Art Patenschaft für 3 Jahre für das Kind übernehmen und mir dann halt finanziell helfen, weil sie halt auch wollen, dass ich die 3 Jahre zu Hause bleibe und mich um das Kind kümmere, bis es eben auch in den Kindergarten kommt. Also immerhin, die würden mir da helfen. Immerhin nette Schwiegereltern. Ja, die sind super lieb. Also er weiß gar nicht, was für tolle Eltern er hat, glaube ich manchmal. Mhm. Wie ist denn so die redet ihr sehr viel darüber, du und dein Freund? Überhaupt nicht. Überhaupt also, nicht? Nein, wenn ich versuche, das Thema anzuschneiden, dann wechselt er das Thema. Wenn im Fernsehen irgendwas über Babys, Säuglinge etc. läuft, dann schaltet er sofort um oder ab. Also er meidet es irgendwo. Ein Feigling. Ja. Ne? So wie du ihn schilderst, ist er ja auch nicht gerade so jemand, der so die Dinge in die Hand nimmt und durchzieht, wenn er mit 36 immer noch den Eltern auf der Tasche liegt. Ja, weil jetzt ja nicht mehr, seine Eltern haben das Geld gestrichen. Naja gut, aber es ist schon schlimm genug, dass es so lange gedauert hat, ne? Bis 36. Mhm. Ja, ich meine, viel wie er ist, liegt auch leider Gottes an seiner Ex, weil sie ihn wirklich mehr runtergezogen hat, als dass sie diesen Mann aufgebaut hat. Ja gut. Als ich ihn kennengelernt habe, der konnte noch nicht mal irgendwie Lob annehmen. Das war ihm sowas von peinlich, dass er manches Mal dann sogar irgendwie den Raum verlassen hat, weil er hochrot angelaufen ist. Und wenn ich dann gesagt habe, hast du toll gemacht, dann hat das immer abgewiegelt und sich selber irgendwo schlecht gemacht. Aber dennoch will ich das gar nicht so entschuldigt sehen. Er war auch schon ein erwachsener Mann, als er mit seiner Ex zusammen war. Ja. Und da erwarte ich einfach eine andere Haltung von einem Typ, als die du mir gerade geschildert hast. Aber nun ist es, wie es ist.
Er will es verschweigen und glaubt, dass sich das Ding, das Problem irgendwie in Luft auflöst oder in der Hoffnung, dass du dann doch zur Abtreibung gehst. Genau, dass ich zur Abtreibung gehe. Wir haben auch morgen einen Termin bei Pro Familia, wo er auch mit hingeht. Ach so. Ja, nachdem aber seine Mutter ihm gesagt hat, er soll da unbedingt mit hingehen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ist denn von deiner Seite aus, würdest du sagen, ich bin, obwohl wir erst ein Dreivierteljahr zusammen sind, ich liebe den schon sehr. Mit all seinen Macken und Misslichkeiten liebe ich den sehr. Bis zu dem Moment, bis ich schwanger war, habe ich immer gesagt, er ist mein Traummann. Klar. Trotz seiner Macken. Ich meine, jeder Mensch hat Fehler. Natürlich. Genauso viele Fehler. Klar, aber ich meine, so ein Satz, ich weiß nicht, ob ich dich vielleicht dann verlasse, wenn du das Kind bekommst, ist schon ein Rückschlag, ne? Ja, sehr. Würde mich auch, wenn ich Frau wäre, mir würde so ein Typ sagen, also da wäre ich schon auch doch sehr angeschlagen. Ja, wir sind zum Beispiel auch am Wochenende unterwegs gewesen, weil er spielt halt Bass in einer Band und die hat einen Auftritt. Und dann nach dem Auftritt ging es dann ja auch immer so, er willst du auch ein Bier. Und daran merke ich dann auch wiederum so, dass er mit dem Thema wirklich abgeschlossen hat und er wahrscheinlich wirklich darauf hofft, dass ich das Kind abtreibe, dass ich es nicht behalte. So, Nina, ich kann und will hier natürlich keine Schwangerschaftsberatung machen. Nein, das ist ja völlig klar, ne? Aber ich kann meine Meinung so grundsätzlich äußern. Und das will ich auch gerne tun. Und meine Meinung grundsätzlich ist, dass dass Mann oder in dem Fall die Frauen, dass eine Frau in dieser Thematik, finde ich, immer auf ihr Herz hören sollte. Ja. Ich habe schon mit so vielen Frauen gesprochen, die nicht auf ihr Herz, sondern auf ihren Kopf gehört haben. Das habe ich auch schon mal getan. Ich hatte vor 5 Jahren eine Abtreibung. Und bitter daran gelitten haben. 3 Jahre lang ging es mir richtig beschissen. Ja. Ich habe also wirklich Depressionen bekommen. Ich habe zweimal versucht, mich umzubringen, bis ich dann endlich zu einer Psychologin gegangen bin und die mir dann einigermaßen darüber hinweghelfen konnte. Aber das war für mich das Schlimmste, was ich habe machen können. Und die Geschichte kennt er. Und er hat damals gesagt, er würde mir so etwas nie antun. Und ein Kind kriegt man immer groß. Und jetzt kommt von ihm sowas. Und deswegen halte ich ihn auch irgendwo für einen Heuchler. Ein Heuchler ist ein Feigling. Er hat Angst vor der Verantwortung. Er zieht den Schwanz ein, dass er da vielleicht jetzt auch gerade stehen muss für etwas und so weiter. Ja, er ist dazu nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Weiß es ist schön für meinen Sohn den Ziehvater zu spielen, aber nicht für das eigene Kind Vater zu sein. Ich glaube ja auch, ich sag jetzt mal so, wenn du so eine taffe Frau bist, dass du es damals, als du noch so jung warst, geschafft hast, ein Kind großzuziehen, der jetzt schon aus dem gröbsten Dick raus ist. Ja, und das ist ein super liebes Kind. So, dann schaffst du das auch nochmal ein zweites Mal. Ja, aber wieder alleine. Wieder alleine. Wahrscheinlich. Also, ich wiederhole nochmal meinen Satz. Das Herz muss da entscheiden. Ja. Und ich ziehe jetzt mal so eine Quintessenz aus dem, was du gesagt hast. Da höre ich aber sehr viel Herz raus, was sagt, ja, ich will das Kind. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber wie gesagt, das ist im Moment weiß ich die Katze in den Schwanz. Und sollte er wirklich, spielen wir mal den Fall durch, du bekommst das Kind und er zickt rum oder kümmert sich nicht oder zieht sich ganz zurück, dann lass ihn aber wirklich in den Wind gehen. Dann ist es aber auch nicht wert, dass du mit ihm zusammen bist. Wenn er sich dann so kindisch kann man gar nicht sagen, so blöd benimmt. Ja. Also da ist das Kind aber viel wirklich wichtiger als die Freundschaft, die Partnerschaft, die Liebe. Also, ihr geht morgen zur Beratung. Ja. Es ist ja interessant, sicherlich dann auch für dich zu beobachten, wie er sich da verhält, ne, in dem Gespräch. Sagt er die Wahrheit? Hält er sich raus? Windet er sich? Weiß man nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie so ein Gespräch bei Pro Familia abläuft, weil ich damals bei der ersten Abtreibung beim anderen Frauenarzt war. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das da abläuft, wie die da beraten oder ob, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst. Ich hoffe es. Ich habe das Gefühl irgendwie, so wie wir beide uns jetzt kennengelernt haben. Ja, nur viel Zeit bleibt mir nicht mehr ist mir schon für die Entscheidung. Ist das ist klar. Es ja. Weil müsste jetzt eigentlich schon die 10. Schwangerschaftswoche sein. Wenn, dann müsste ich das innerhalb der nächsten Tage entscheiden. Liebe Nina, ich wünsche ein gutes Gespräch morgen. Dankeschön. Und wünsche wirklich für dich die beste und richtige Entscheidung. Danke. Alles Liebe. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, da bin ich zu weit gegangen. Also, ich möchte gerne mit euch reden, die ihr dieses sagt. Ich bin damals irgendwann mal zu weit gegangen. Vielleicht im Bereich Sexualität. Da habe ich eine Sache getan, die mir nicht gemäß ist. Und heute bereue ich das. Ich bin im Bereich der Sexualität zu weit gegangen. Oder im Bereich Gewalt. Ich habe jemanden verletzt, vielleicht schwer verletzt. Mit Worten oder auch mit Taten. Oder vielleicht habt ihr irgendwo zu viel riskiert. Vielleicht habt ihr irgendwie euer ganzes Vermögen
verspielt, weil ihr zu weit gegangen seid, wart vielleicht im Rausch, im Spielrausch. Oder ihr habt ein Tabu gebrochen, ihr habt irgendetwas getan, was nicht zu euch passt, was auch nicht in Ordnung ist zu machen. Aber ihr habt es gemacht aufgrund einer Stimmung oder irgendetwas hat euch getrieben. Da bin ich zu weit gegangen. Das ist unser Thema morgen. Und ihr könnt Näheres noch über das Thema erfahren unter domian.de. Ab 0 Uhr sind wir immer erreichbar, könnt ihr schon anrufen und natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Sabrina, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Und was geht's bei dir? Ja, ich kann nicht mit meinem Mann schlafen. Du bist schon verheiratet? Ja. Ja? Länger schon? Seit 2 Monaten. Ja. Wie, vorab mal gefragt, warum so früh geheiratet? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er halt der Richtige ist. Mhm. Und ich liebe ihn auch. Mhm. Aber wie alt ist er? Läuft halt. Er ist 21. Ja. Und wie lange wart ihr vorher zusammen? Etwas über 30 Monate. 30 Monate? Ja, knapp 3 Jahre. Ja. 2 Monate verheiratet, sagst du? Ja. Mhm. Und seit wann ist das so, dass du sagst, ich kann mit ihm nicht schlafen? Von Anfang an, ich habe noch gar nicht mit ihm geschlafen. Du hast dann gar nicht mit ihm geschlafen? Auch nicht vorher, als ihr zusammen wart? Weil, ich weiß nicht, es geht einfach nicht. Das ist. Also ihr wart fast 3 Jahre zusammen und da ist nichts abgegangen? Ja, doch, klar, ich meine, es ist so. Halt was sonst noch so. Also Petting und ja, alles. Aber es gab kein Geschlechtsverkehr. Genau. Ja. Wie ist er denn damit umgegangen, auch in der Zeit vor eurer Ehe? Er weiß, dass ich sexuell missbraucht wurde von meinem Onkel. Ah, so. Mhm. Und also er ist ein klasse Mann, also er drängt auch überhaupt nicht und er setzt mich auch nicht unter Druck oder so. Mhm. Das geht, glaube ich, mehr von mir aus. Mhm. Wie sieht denn dann eure Sexualität heute aus? Also es passiert schon etwas, aber es passiert eben kein Geschlechtsverkehr. Genau. Also ihr habt schon Sex miteinander? Tja, bis auf den eigentlichen Akt. Bis auf den eigentlichen Akt, aber gut, man kann ja viele andere Sachen machen. Genau. Also so diese Petting-Nummer, die läuft schon bei euch? Ja. Ja, läuft die oft? Er ist bei der Marine, das heißt, ich sehe ihn nicht so oft. Also er ist teilweise wochenlang unterwegs, aber wenn er da ist, doch. Machst du das dann gern oder machst du es ihm zuliebe? Teils. Also ab und zu mache ich das, glaube ich, nur, weil ich halt der Meinung bin, es gehört irgendwie dazu. Mhm. Ja. Und halt auch, weil ich Angst habe, dass er vielleicht irgendwann ankommt und sagt, dass er mich halt verlässt. Das heißt, irgendwie er würde es nicht tun, aber. Ja, das heißt, irgendwie ist es dir vielleicht sogar ganz recht, dass er bei der Marine ist und nicht jeden Abend nach Hause kommt von der Arbeit. Ja, schon. Ne? Dadurch bist du, was dieses Thema anbelangt, etwas entlastet oder entspannt auch. Mhm. Macht, wenn es denn dann passiert, wenn ihr Petting miteinander habt, macht dir das Spaß? Schon ab und zu, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Mal sage, so okay, weil du es bist. Mhm. Es ist schon schön, aber wenn es dann halt irgendwie weitergeht, also wenn ab und zu spielt sich das ja auch einfach so ein, dann verkrampfe ich mich halt. Mhm. Und also das heißt, du den Versuch hatte schon gegeben, aber es geht dann nicht. Das Eindringen funktioniert nicht. Genau. Mhm. Hast du in der Sexualität, so wie ihr beide sie lebt, hast du da schon mal einen Orgasmus erlebt? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Was ja auch toll ist, ne? Dass das funktioniert. Ja, das heißt, also, du bist nicht so verkrampft, dass ich kann mich fallen lassen, das auf jeden Fall, aber nur halt solange er nicht versuchte, mich einzudrängen. Mhm. So, nun hast du gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, was ja vieles erklärt. Ich bin in meiner Kindheit von meinem Onkel sexuell missbraucht worden. Ja. Wie alt warst du da? Knapp 15. Ach, das ist noch gar nicht lange her. Von wegen Kindheit? Da warst du gar nicht mehr Kind? Ja. Naja, das ist ja ein paar Jahre mal gar nicht. Nee, das nicht. Du warst 15. Und wie lange hat das, war das einmal oder ist das mehrfach? Einmal. Einmal. Nee, einmal. Das heißt, du bist mit 15 von deinem Onkel vergewaltigt worden? Kann man das Nein, sehen? Nicht vergewaltigt, nur missbraucht. Das heißt, er ist auch nicht in dich eingedrungen? Mhm. Zu der Zeit warst du, wenn ich das schnell rechne, schon mit deinem Freund zusammen, ne? Oder? Nein, es war kurz davor. Mhm. Was ist aus dieser Sache mit dem Onkel geworden? Hast du ihn angezeigt oder ist das alles verschwiegen? Das wird alles in der Familie hier geregelt. Ach, das heißt, in der Familie weiß man Bescheid davon? Ja. Deine Eltern wissen es?
Ja, also der Rest der Familie auch, aber es hat mir halt ganz lange Zeit gar keiner geglaubt. Mhm. Und ja. Was heißt denn? Ja. Hat sich das dann halt so eingegliedert, dass er halt, also meine Eltern sind geschieden und er ist halt der Bruder meines Vaters. Mhm. Und wenn ich jetzt beim Vater zum Beispiel bin, darf er nicht dahin kommen. Mhm. Du hast also gerade gesagt. Ich sehe ihn nicht. Ja, du hast gerade gesagt, der ist nicht angezeigt worden, das ist in der Familie geregelt worden. Was ist denn da geregelt worden? Ja, das war einfach, ich habe das meiner Mutter am nächsten Tag gesagt, also ich habe bei ihm geschlafen. Und dann habe ich es halt meiner Mutter gesagt. Du hast bei dem Onkel geschlafen? Halt, das, ja, das war nichts Ungewöhnliches, er war ja früher mein Lieblingsonkel. Ja. Und das war halt einer der Übernachtungen wieder und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und sie ist dann halt auch mit mir zum Arzt gegangen, wo ich dann halt auch untersucht wurde. Und weil ich halt nicht sehr viel davon mitbekommen habe. Er hat mir vorher Schlaftropfen in den Wein getan. Aha. Und das ging dann halt von meiner Mutter direkt zu meinem Vater, von da aus halt zu meiner Oma und dann wurde das halt alles. Moment, deine Mutter ist mit dir zum Arzt gegangen und das heißt, da wurde das dann ganz klar nachgewiesen, dass es stimmte. Der Arzt hat es bestätigt. Nein, also jetzt es wurde schon Sperma gefunden, aber halt nicht in mir, sondern nur an mir. Mhm. Na gut, aber immerhin. Das heißt, also da liegt ein Beweis vor, dass eine sexuelle Tätigkeit stattgefunden hat. Ja, aber das normalerweise müssen ja dann, glaube ich, auch die Ärzte dann automatisch die Polizei einschalten, aber das war halt dann blöderweise halt eine sehr gute Freundin von meiner Mutter. Die Ärztin? Ja. Mhm. Und jetzt sag mir, und dann ist es verschwiegen worden. Jetzt sag mir nochmal, wie das innerhalb der Familie geregelt worden ist. Hat dein Vater seinen Bruder irgendwie die Birne eingeschlagen oder was ist da passiert? Das auch, ja. Das auch? Also sie haben sich halt, mein Vater ist halt mit zwei anderen Onkels von mir halt dahin und die haben ihn dann halt zusammengeschlagen. Mhm. Aber es ist nie irgendwie groß etwas nach außen gedrungen. Also es ist alles in der Familie geblieben. Mhm. So, und das bedeutet, da der dir diese Schlaftropfen gegeben hat, dass du gar keine oder nur ganz vage Erinnerungen hast, was da passiert ist. Das war, als wenn ich daneben gestanden hätte. Also ich weiß, dass etwas passiert ist, aber ich habe es halt nicht so richtig mitbekommen. Weißt du noch, ob du ihn hast befriedigen müssen? Oder ist nein. Das weißt du nicht? Nein, er hat zwar meine Hand genommen, aber nein, musste ich nicht. Ich konnte mich ja nicht mehr bewegen groß. Also wie auch immer, da ist etwas sehr Schlimmes passiert. Und das ist ja noch gespenstiger, glaube ich, für einen selbst. Wenn man weiß, man war da so halb betäubt, ne? Da kommen ja wahrscheinlich Gedanken, wer weiß, was da noch passiert ist, was ich gar nicht so richtig weiß. Ja, ich meine, mein Vater hat sich halt auch mit ihm nochmal drüber unterhalten und er hat ihm schon ziemlich genau gesagt, halt, was da halt alles gewesen ist. So, das hat natürlich eine irre Wirkung auf einen Menschen, eine schlimme Wirkung auf einen Menschen und eine Erschütterung, wenn das passiert ist. Hat man, abgesehen davon, dass die Familie jetzt also ganz clanmäßig das intern geregelt hat, was ich auch nicht in Ordnung finde, aber nun gut, hat die Familie sich dann insofern auch um dich gekümmert, dass sie gesagt hat, hier, wir schicken dich jetzt zum Psychologen, zu einer Psychologin? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Warum? Was ist das? Ich war einfach weiterhin da und kann zusehen, wie sie selber klarkommt. Mhm. Meine Mutter hat sogar danach noch irgendwie mit ihm rumgebandelt, mit meinem Onkel. Ach so. Die haben mir gar nicht geglaubt, das war denen völlig egal. Ach so, also letztendlich hast du gar keinen Schutz durch die Familie erfahren. Das ist nur so ein Clan-Getue und letztendlich ist für dich dabei nichts rumgekommen. Ja, also sie haben ihn schon von mir ferngehalten. Ja gut, immerhin. Also er durfte mich wenigstens nicht, das. Aber gar nicht. Ist das so eine traditionelle Familie? Es klingt so wirklich so wie Mafia. Ja, ich wollte fast. Das ist schon, also unsere Familie ist schon ziemlich heftig, was so etwas angeht. So, aber jetzt lass uns nicht weiter über die Familie reden, sondern über dich. Du bist jetzt die wichtigste Person. Und du hast erzählt über die Probleme, die du in deiner Ehe hast. Und die Probleme sind mir völlig klar. Wenn du sowas erlebt hast, ist da ein Schock passiert. Und der Schock ist gar nicht lange her, das ist gerade 3 Jahre her. Und da ist es mir auch als Nicht-Psychologe völlig eingängig, dass eine junge Frau Probleme mit der Sexualität hat. Finde ich völlig normal. Und ich finde dann wiederum auch völlig normal, Sabrina, dass du dir von außen Hilfe holen solltest. Das muss die Familie auch gar nicht erfahren. Du bist eine erwachsene junge Frau, du kannst selbst zu einem Therapeuten. Ich wohne ja gar nicht mehr da. Gut. Ich bin ja durch die Ehe ganz weit weggezogen. Umso also besser. 500 Kilometer. Und umso besser. Und wenn dein Mann sehr verständnisvoll ist, so hast du ihn ja geschildert, ja,
dann wird er das wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich auch mittragen, dass du sagst, ich gehe jetzt zu einem Therapeuten und versuche von der Seite aus dieses Problem zu lösen. Das würde ich dir ganz dringend raten, ganz dringend. Du hast eine Verletzung davon getragen, die du selbst gar nicht wahrscheinlich richtig einschätzen kannst, und du bist Opfer dieser Verletzung, dieser Tat. Ja. Und da ist es völlig normal, dass man sich von außen Hilfe sucht, und wahrscheinlich wird das dann auch zwischen dir und deinem Freund besser funktionieren danach. Ja, das Problem ist ja, dass ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten hingehen könnte und es ihm ins Gesicht sagen könnte. Warum nicht? Ich weiß nicht, das kann ich nicht. Du hast es mir hier gerade so klar erzählt. Ja, aber das ist etwas anderes, weil das ist halt am Telefon, das ist anonym, das ist... Mhm. Aber du könntest ja zumindest mal den Versuch unternehmen, erstmal da zu sein und auch Vertrauen aufzubauen. Ein Therapeut ist genau wie ein Arzt, der unterliegt der Schweigepflicht. Da kommt nichts aus den vier Wänden raus, in denen ihr da sitzt in dem Zimmer. Und wenn du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, vielleicht schaffst du es dann ja doch. Du würdest es ja für dich, für dein Leben, für deine Ehe auch machen. Also wenn du jetzt nichts machst, vermute ich fast, dass sich da auch nichts verändert, oder? Und dass du dann vielleicht sogar deine Ehe gefährdest. Ja, das habe ich ja. Ja, deswegen finde ich wichtig, dass du vielleicht den nächsten Schritt auch vorsichtig gehst. Du musst ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst ja erstmal den Menschen kennenlernen, den Psychologen, oder vielleicht deine Frau, wenn dir das lieber ist. Und dann so nach und nach, auch, du musst es ja nicht beim ersten Mal alles erzählen. Also Sabrina, das ist meine Überzeugung. Ich biete dir gerne an, dass du mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte redest. Dann kann sie dir das vielleicht sogar von der Fachseite so erklären, wie das so geht in so einer Therapie, und dir das einfach ein bisschen schildern. Ja, das wäre nicht schlecht. Gut, dann legst du auf und die Heide ruft dich gleich an, meine Psychologin. Okay. Okay, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, da bin ich zu weit gegangen. Heute haben wir eine Freithemennacht und hier ist... die Jessica. Und Jessica ist 24. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Jessica. Ja, du hast angerufen. Warum, Jessica? Ja, und zwar, also ich habe vor etwas mehr als 2 Monaten geheiratet. Mhm. Und ich hatte jetzt aber auch eine dreiwöchige heimliche Beziehung mit einer Frau. Nachdem du verheiratet warst? Ja, also die habe ich jetzt vor 3 Tagen beendet. Mhm. Die erste Beziehung, der erste Kontakt zu einer Frau? Ja, das war der erste Kontakt überhaupt, also intimer mit einer Frau. Ne? Mhm. Wie war es dazu gekommen? Ja, also ich habe die durch eine gemeinsame Bekannte halt kennengelernt, und da war ich auf einer Party und hatte ich die auch kennengelernt. Wir haben nebeneinander gesessen, ein bisschen gequasselt und was getrunken. Und da sagt sie, ja, wir verstehen uns sehr gut, meinte sie, wollen wir nicht nächstes Wochenende zusammen rausgehen? Ja, ist sie, na klar. Ich muss auch sagen, mein Mann, der ist Fernfahrer, ne? Der ist am Wochenende auch meistens weg, auch oft weg, sag ich mal so, Ausland auch. Ja. Und da sage ich, klar, ich habe eh nichts anderes vor. Ja, und dann sind wir in eine Disco gegangen, und dann haben wir was getrunken. Dann am nächsten Tag sind wir wieder, auf dem Samstag sind wir dann wieder rausgegangen. Und dann waren wir ziemlich betrunken. Dann machte sie mich auch an, und dann haben wir uns auch geküsst, ne? Und so fing es an. So fing das eigentlich alles an. Und so, jetzt ist die Geschichte aber beendet nach 3 Wochen. Ich habe die jetzt beendet, weil ich gemerkt habe, dass es halt... was Neues war, aber ich habe gemerkt, dass ich meinen Mann liebe und nicht diese Frau. Ne? Ich hatte mich also ein bisschen verrannt, aber sie droht mir halt jetzt, das auffliegen zu lassen. Ach. Das meinen Mann zu erzählen. War das denn sexuell dein Ding oder auch nicht so der Knaller? Ja, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, weil es war nicht so, wie es mir immer, wie man mit einer Frau ist. Ich habe es mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Mhm. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, dass ich mich jetzt auch für meinen Mann, sag ich mal, so entschieden habe. Ne? Ja, also letztendlich bist du doch mehr heterosexuell und stehst auf Typen und kannst mit den Frauen nichts anfangen. Genau. So. Jetzt versucht die, dich wegen dieser 3-Wochen-Affäre da zu erpressen. Ja, weil sie sagte, sie hat sich so in mich verliebt, und sie hätte jetzt schon gemerkt, ich wäre die Liebe ihres Lebens. Nur mal zwischendurch gesagt, wie bescheuert die Leute sind. Nein, wirklich, da sagt jemand, er hat sich in jemanden verliebt und versucht durch eine Erpressung die Gegenliebe zu bekommen. Wie absurd, ne? Ja. Durch einen Erpressungsvorwurf macht man doch noch viel mehr kaputt, was vielleicht noch da war. Ja. Ne? An Restsympathie. Die ist ja jetzt völlig kaputt. Ja. Ne? Jetzt ist die Frau für dich definitiv gegessen, ne? Ja, also wirklich. Also, und ich habe halt nur Angst, wie mein Mann reagieren wird. Ich glaube, ich sag mal so,
vielleicht einen Seitensprung mit einem Mann, vielleicht könnte er mir das verzeihen, aber mit einer Frau, also er ist auch nicht so, oh, Lesben, oder das ist für ihn was ganz Schlimmes, ne? Also in der Regel ticken die Jungs ja anders. In der Regel ticken die Jungs so, naja, mit einer Frau kann man das ja verzeihen. Mit einem Typ ticken sie aus. Nee, ich glaube, bei ihm ist es. Bei ihm ist es anders. Ja, also ja. Ich ne? Kennen die sich auch? Sie hat ihn wohl schon mal gesehen, aber er kennt sie gar nicht. Ah, aber das heißt, wenn sie an ihn herangehen wollte, wäre das für sie gar kein Problem. Sie könnte ihn erreichen und ihm das auch sagen. Ja, also wie ich sie einschätze, dann wird sie wohl warten, bis ich, wenn er dann mal da ist und wenn ich dann arbeiten wäre. Ach so. Ne? Dass sie dann, also so würde ich sie einschätzen, dass sie wirklich dann vor der Tür steht und klingelt. Nur hast du die nur 3 Wochen kennengelernt, aber so ein bisschen eine Witterung für einen Menschen hat man ja auch schon nach 3 Wochen. Du traust ihr das zu? Ich könnte es ihr zutrauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man, ne? Vom Gefühl her würde ich sagen, ja, aber so. Ich bin mir nicht sicher. Jessica, um jetzt aus dieser Nummer rauszukommen, um auch nicht in dieser Erpressbarkeit zu sein, würde ich ganz, ganz mutig und forsch den Schritt nach vorne gehen und es meinem Typ beichten. Ich würde es beichten. Ja. Ich würde es erzählen, so wie du es mir gerade erzählt hast. Ich wäre, als wenn ich dein Mann wäre, wäre ich auch erstmal sauer. Aber du hast dich ja für ihn entschieden, du hast dich dafür entschieden, es ihm zu sagen. Und du bist ehrlich, das sind ja alles doch wertvolle Aspekte. Und da müsste man nach einer gewissen Zeit dann auch sagen, komm, schwamm drüber. Ja, und du fühlst dich besser? Ja. Ich weiß, du sagst aber, weil du Angst hast, wie er reagiert. Mhm. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass diese Frau dich in der Hand hat und dich vielleicht sogar irgendwann auffliegen lässt. Und dann ist es wirklich schlimm, wenn er das auf die Art und Weise erfährt. Ja, wie gesagt, er ist aber ziemlich so lesben- und bisexuell, er ist da so ganz schlimm drin angestellt, das hat er alles von seinem Vater eingetrichtert gekriegt, weil der ist, der schrecklich, der Mann, aber wirklich. Deswegen, also ich weiß nicht, wie er da reagiert, also ich kenne ihn so gut. Aber du bist ja gar nicht bisexuell. Du hast dich da auf ein Experiment eingelassen. Ja, aber selbst das ist schon zu viel für ihn. Mhm. Gut, also, aber ich glaube, er wäre genauso sauer, wenn du da 3 Wochen mit einem Typ rumgemacht hättest, oder? Ja, aber ich glaube, das würde er mir eher verzeihen, wenn ich dann zu ihm komme, als mit einer Frau. Ne? Mhm. Gut, also das heißt, die Hürde ist besonders hoch. Ja. Aber auf der anderen Seite ist die Gefahr riesig. Ja, das ist es ja. Einmal von dieser Frau wirklich genervt zu werden, vielleicht sogar über einen langen Zeitraum genervt zu werden. Und wenn sie irgendwann die Bombe platzen lässt, dann stehst du wirklich sehr, sehr, sehr blöd da. Ja. Und das darf nicht passieren. Nee, jetzt bade das aus, was du hast es ja nur verbockt, die ganze Geschichte. Ah. Jetzt bade es aus und geh reuig zu deinem Mann und bitte um Verzeihung. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind seit etwas mehr als 2 Monaten verheiratet und zusammen sind wir 5 Jahre. Ach, 5 Jahre, da muss doch eine Basis da sein, dass deshalb auch keine Beziehung kaputt geht, wegen so einer 3-wöchigen Schnickschnack-Geschichte. Ne? Wenn du den jetzt permanent über einen langen Zeitraum richtig belogen, betrogen, hintergangen hättest. Aber das ist doch, letztendlich ist es Firlefanz, würde ich sagen. Mhm. Finde ich. Ja. Es gibt viel schlimmere Sachen. Und wenn man sich dann entschuldigt und das bereut und so, na gut, dann ist man erstmal sauer als Partner, aber irgendwann ist es auch gut. Mhm. Ich würde sagen, also ich respektiere oder weiß, nimm es ernst, wenn du sagst, der ist sehr hysterisch im Bereich Homosexualität oder Bisexualität. Mhm. Aber egal, raus mit der Sprache. Mhm. Hm? Ja. Jessica. Ja. In diesem Sinne. Toi, toi, toi. Auf dass es gut geht. Jo, ich danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Hiltrud, ne? Hallo, Hiltrud. Hallo, Domian. 42 Jahre alt. Ja. Du klingst aber traurig. Nee. Traurig nicht. Betroffen, sagen wir mal eher so. Ja. Was geht's denn? Mich beschäftigt der Dutroux-Fall unheimlich. Ja. Den verfolge ich sehr und heute war ja Ortstermin. Mhm. Und also ich habe eine ähnliche Geschichte wie diese beiden Mädchen. Jetzt bin ich nicht entführt worden und weggesperrt worden, aber ich bin eben doch lange Jahre missbraucht worden. Mhm. Von meinen Eltern, von beiden. Und von beiden Eltern? Ja, von beiden und von verschiedenen Freunden meiner Eltern. Und das lief immer so wochenendweise. Und an verschiedenen Wochenenden wurde ich dann eben auch so eingesperrt, weggesperrt oder in eine Mülltonne gesperrt oder solche Sachen. In die Mülltonne gesperrt?
Ja, also wenn ich, was weiß ich, das war so eine beliebte Strafe, wenn man böse war, dann hieß es, du bist ein Stück Dreck und dann kam man halt in den Mülltonne rein oder sowas. Und das kommt alles hoch, wenn du die Bilder aus Belgien siehst? Ja, hoch, weiß ich nicht. Ich habe ja nur auch schon viel Therapie gemacht. Ich bin auch anerkannt als Opfer und das alles, aber ich habe es nie so, also ich habe nie das so bearbeiten können wie diese beiden Mädchen. Ich bewundere die total. Die bewundere ich auch sehr, ja. Also ja, sehr. Wenn, wie die da zu diesem Gerichtsverhandlung hingehen, wie mutig. Dem Täter in die Augen gucken und dem Widerspruch geben und so. Und das ist was, wo ich merke, so das fehlt mir. Wie alt warst du, als das geschehen ist damals? In welchem Alter? Von Geburt an, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es nie war. Bis mein Vater gestorben ist, da war ich 13. So lange? Ja. So lange haben deine Eltern, beide Eltern... Ja. Dich geschändet und missbraucht? Also meine Mutter hat selten aktiv mitgemacht, aber die hat es gewusst. Die ist dann halt weggegangen, wenn mein Vater von Bekannten Besuch kriegt, dann ist sie halt ausgegangen oder sie wusste das. Und es waren immer irgendwie fremde Männer auch dabei oder Menschen, Frauen auch? Nee, hauptsächlich Männer. Hauptsächlich Männer. Das heißt, du bist als kleines Kind, hat man dich auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Du kennst gar nichts anderes. Deine ganze Kindheit ist damit belastet. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern gewesen? Nee, ich habe noch einen Bruder, aber der ist im Internat groß geworden. Das heißt, du bist das einzige Opfer in dieser... Nee, ich habe... das war ja so ein... Es waren ja Bekannte meiner Eltern, die ja auch Töchter hatten. Mhm. Also von daher gab es dann schon sogenannte, Anführungszeichen, Freundinnen, sag ich mal. Also ich würde jetzt nicht unbedingt als Freundin bezeichnen, aber eben so Leidensgefährtin, die ich dann auch immer wieder getroffen habe. Ach so, und die Mädchen wurden auch missbraucht? Ja, das waren dann also so ein paar Mädchen, die halt immer wieder zueinander kamen oder uns immer wieder getroffen haben. Wie oft kam das in der Woche, im Monat vor? Also eigentlich fast jedes Wochenende. Unter der Woche war es selten, wenn dann mal mein Vater nur alleine... Aber so wochenendweise war das eigentlich fast jedes Wochenende. Man ist wirklich so als Außenstehender, als Nicht-Betroffener, vollkommen hilflos, sage ich erst mal. So etwas zu verstehen, dass die eigenen Eltern, das eigene Kind von Baby auf in dieser Art und Weise geschändet, zerstört, missbraucht, verletzt haben. Ja, für meine Mutter war ich also die Konkurrenz. Die wollte sowieso nie noch ein Kind und schon gar kein Mädchen. Und mein Vater wollte unbedingt ein Mädchen. Ich kann es nicht belegen, aber ich vermute mal, dass ich auch mit Gewalt gezeugt wurde, weil mein Vater unbedingt noch ein Kind wollte und meine Mutter eben nicht. Aber das sind jetzt nur Vermutungen, das weiß ich nicht wirklich. Der Vater ist gestorben, als du 13 warst. Ja. Dann hattest du Ruhe von diesem Martyrium. Ja, wir sind dann weggezogen, ganz woanders hingezogen und dann hat das dann da auch aufgehört. Das heißt, der Vater konnte nicht mehr bestraft werden. Ist die Mutter irgendwann bestraft worden? Nee. Und lebt sie noch heute? Ja, sie lebt noch, aber sie ist Alkoholikerin. Also mit der, ich habe versucht, mit ihr zu reden, auch mit im Rahmen meiner Therapie, aber es war nicht so. Du bist 42 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ja. Gab es denn mal die Überlegung, deine Mutter... Ich meine, die Überlegung hätte es ja in den ganzen letzten 20 Jahren geben können, sie anzuzeigen? Anfänglich sicherlich. Heute habe ich eigentlich nur noch Mitleid für sie. Hm. Auch kein Hass mehr? Nee, den hatte ich ganz stark, aber den habe ich nicht mehr. Hm. Wie lebst du heute? Hast du eine Familie? Ich bin geschieden. Ich lebe mit einem Partner zusammen. Kann man denn, wenn man so etwas erlebt hat über so einen langen Zeitraum als in der Entwicklung, kann man da irgendwann normale Sexualität leben? Das heißt schon normal. Also, kann man Spaß an der Sexualität haben? Ja, jetzt also mit in meiner Ehe überhaupt nicht. Mhm. Aber jetzt mit dem Partner, den ich jetzt habe, ja. Also bei ihm jetzt habe ich das gelernt, habe ich das erleben können. Weil einfach, ich glaube, da muss der Mann unglaublich behutsam sein und unglaublich vorsichtig sein. Ja, ja. Aber die Sexualität ist für mich gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist meine Menschenangst. Also ich gehe kaum aus dem Haus. Und Das sind Nachwirkungen, die nach wie vor da sind. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist heute nicht eine ganz, ich sag mal, richtig rundrum seelisch gesunde Frau, bist du nicht? Nee. Das kann man doch nicht sein, glaube ich. Nein. Du gehst kaum aus dem Haus, heißt das, dass du auch keinen Beruf nachgehst? Ich bin ja als Opfer anerkannt, ich bin arbeitsunfähig, bin berentet. Das heißt, diese deine Eltern haben dir eigentlich dein ganzes Leben zerstört? Ja. Also ich habe auch nicht die Erwartung, dass
dass ich ganz gesund werde. Ich arbeite immer noch dran, dass meine Ängste ein bisschen weniger werden, mhm. ich doch nochmal irgendwo klarkomme, aber nee, das geht. Bist du jetzt auch noch in einer Therapie? Ja. Mhm. Wie viele Jahre bist du schon in einer Therapie? Ach, das, also nicht durchgängig. Ich habe angefangen, da war ich 25 mhm. und habe dann zwischendurch mal 2 Jahre Pause gemacht, weil es irgendwie zu viel wurde. Mhm. Und jetzt dann nochmal wieder angefangen. Also ich weiß nicht, so punktuell werde ich, glaube ich, immer irgendwo mhm. was machen müssen, um halbwegs irgendwie ja, einfach leben zu können. Ja, aber wie schön, dass du jetzt einen Partner hast, wo du eine angenehme Partnerschaft leben kannst, mit dem ja. du das leben kannst. Ja, also hier zu Hause fühle ich mich auch rundum wohl und mhm. sicher. Mhm. Hast du Freunde? Nur im Internet. Nur im Internet. Mhm. Ja, das ist die Form, wo man dann anonym sein kann, ne? Wo einem auch niemand etwas tun kann. Genau, direkt. Genau. Ja. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass jeder Fall von Kindesmissbrauch, der leider Gottes ja immer wieder in unseren Medien auftaucht, bei dir immer eine lange Kette von Assoziationen los. Ja, nur dieser Dutroux-Fall beschäftigt mich schon sehr, weil das doch irgendwie eine größere Sache ist, da vermutlich doch mehrere Leute mit dabei mhm. waren mhm. im Hintergrund. Und weil ich so merke, also ich würde so gerne mich auch nochmal mit den Leuten konfrontieren, weil ich irgendwie das Gefühl mhm. habe, für die beiden Mädchen ist das unheimlich wichtig, was sie da jetzt mhm. machen, auch wenn es schwer ist. Mhm. Aber ich glaube, dass das für die Gesundung dieser beiden Mädchen unheimlich wichtig ist, auch heute nochmal da gewesen zu sein. Ich fand es so interessant, in der Begegnung im Gerichtssaal hat ein Mädchen ihn geduzt, mit der Begründung, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie ihn völlig verachtet. Ja. Und die andere hat ihn gesiezt, mit der Begründung, dass ihr das zu nah sei, das ja, Du. Genau. Und beides, beides kann man verstehen. Erweisen, ja. Ja? Mhm. Ja, ich fand das auch so pervers, wie er dann sagte, ja, ich habe die zweite doch nur entführt, weil die erste so einsam war. Mhm. Oder hätte ich mhm. unter die Decke mhm. gehen können. Du hast selbst so etwas erlebt. Ja. Niemand sonst oder ganz wenige Menschen können das so beurteilen, wie du das beurteilen kannst. Ja. Was findest du, ist die richtige Strafe für Menschen, die so etwas getan haben? Ja, da denke ich immer viel drüber nach. Also ich bin prinzipiell gegen die Todesstrafe, aber auch schon allein deswegen, weil es zu einfach wäre. Mhm. Also ich finde die Leute, also in solchem Fall würde ich sagen, die müssen in ein Arbeitslager. Mhm. Also wenn ich gucke, dass ich gar nicht berufstätig sein kann und nicht arbeiten kann und der Staat im Prinzip mich bezahlt, mhm. wo ich gar kein gutes Gefühl bei habe, dass der Staat mich bezahlt, mhm. denke ich, müssten die Leute arbeiten, um mir das Geld zu geben, damit mhm. ich leben kann. Mhm. Mhm. Und damit die mitkriegen, was sie mir eigentlich getan haben. Also die Menschen, die müssten ihr Leben lang dafür arbeiten, um es mir wenigstens in dem Rahmen etwas leichter zu machen, mhm. meine Therapien zu bezahlen mhm. und meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, damit ich, also warum muss der Staat das bezahlen? Mhm. Gut, ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss es so machen. Aber das muss für dich ja auch ganz schlimm sein, wenn, das ist in den letzten Jahren ja immer wieder auch passiert, dass man hört, dass solche Verbrecher dann aufgrund irgendwelcher tollen psychologischen Gutachten dann auf freien Fuß gesetzt werden. Und es dann eben wieder passiert. Also ich finde, die brauchen schon auch Therapie und man muss denen helfen. Ich sehe auch, ich habe ganz viel mit Hilfe meiner Tantens und Onkels in der Geschichte meines Vaters recherchiert, um verstehen zu können, wie der Mann so geworden ist. Und ich glaube, er hätte dringend Hilfe gebraucht. Man versteht, versteht vielleicht, warum er das gemacht hat. Ja. Aber es entschuldigt das ja nicht. Entschuldigen tut es nicht. Und mhm. ich denke auch, die Menschen müssen ihr Leben lang weggesperrt sein. Aber mhm. sie müssen schon noch leben können. Sie sind im Prinzip auch Opfer. Ja. Wie hast du das denn damals, wenn ich nochmal zurückfragen darf, war das für dich eine Normalität, da du ja nichts anderes gekannt hast, dass immer diese Sexualität stattgefunden hat? Oder hattest du auch Angst davor? Oder war dir damals als Kind auch schon mulmig dabei, oder hast du das einfach so über dich ergehen lassen? Also da das mit sehr viel Gewalt und Brutalität ablief, habe ich natürlich Todespanik gehabt. Immer. Fast mhm. immer. Und trotzdem habe ich lange nicht gewusst, dass es auch was anderes gibt. Mhm. Gewalt und Brutalität heißt, dass sie dich auch geschlagen haben? Ja. Also ich war immer so dieses typisch aufsässige Kind. Ich war nie besonders gehorsam und auch in der Geschichte nie besonders gehorsam. Dadurch ist auch viel Gewalt angewendet mhm. worden. Wäre ich lieber gewesen, hätte ich wahrscheinlich weniger abgekriegt, aber das bin ich nicht. Ja. Und man muss sich das dann so vorstellen, dass da unter Umständen wirklich ein paar Männer waren, die sich dann stundenlang mit dir sexuell oder sexuell an dir vergangen haben. Ein ganzes Wochenende lang, ja. Und sind immer in irgendeine Kiste oder in irgendwas gesperrt worden. Wenn sie Lust hatten, holten sie mich wieder raus. Unglaublich.
Unglaublich. Und montags bin ich zur Schule gegangen, als wenn alles in Ordnung wäre. Und du hast damals niemandem etwas erzählt? Doch, ich habe Versuche gestartet, aber ist der Schuss nach hinten losgegangen. Ich habe zu meiner Lehrerin erzählt damals, so andeutungsweise, und die hat natürlich in ihrer Not und Sorge, weil sie ja von dem Thema gar nichts kannte damals, natürlich meine Eltern angerufen. Ja, in der Zeit war das noch so tabuisiert. Heute ist die Gesellschaft ja etwas aufmerksamer als noch vor 20, 30 Jahren oder noch länger. Eben. Damals wusste das ja kein Mensch. Und es war unvorstellbar, sich zu denken, dass die eigenen Eltern sowas machen. Ja. Da dachte man noch eher, das Kind spinnt jetzt, ne? Also die Lehrerin hat es gut gemeint. Ich mache der auch keinen Vorwurf. Die hat mir helfen wollen. Die wusste nicht, was machen. Die hat meine Mutter angerufen und meine Mutter hat es natürlich gleich meinem Vater erzählt. Und Und dann wurde es noch schlimmer für dich. Dann habe ich eine Woche lang Schule schwänzen müssen, weil das einfach nicht ging. Liebe Hiltrud, die Sendung ist vorbei. Ja, ist okay. Ich habe mich gefreut, dass wir haben sprechen können. Und ich wünsche dir für das, was du jetzt noch alles machst und mit deinen Therapien, alles Gute. Ja, vor allen Dingen freue ich mich für dich, dass du eine schöne Beziehung hast und dass du zumindest sagst, zu Hause fühle ich mich richtig wohl. Das ist ja auch, ist ja schon mal was. Das ist viel wert. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema Da bin ich zu weit gegangen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 geht's los hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte haben in der Nacht Ziele in der westirakischen Stadt